Gärtner steht noch allein im Schrank. Er steht leicht schief, sieht aus wie krank. Hat keine Freunde mehr, um sich anzulehnen. Die Kaffeeküche ist auch schon leer. Die Kaffeemaschine, sie kocht nicht mehr. Das schwarze Brett scheint sich nach früher zu sehnen. Die Sekretärin Frau Hummel packt alles ein. Seit 3 Tagen ist sie hier schon allein. Die Kollegen wurden alle schon versetzt. Im Amt macht sich die Stille breit. Und auch Frau Hummel macht sich bereit. Ihr letzter Moment ist gekommen jetzt. Sie hat heute nämlich ihren letzten Tag, doch die Altersteilzeit ist nicht der Sarg. Sie kann sich jetzt endlich mal kümmern um ihren Balkon. Und sie denkt zurück, wie die Arbeit hier war mit Herr Bender, Herr Thiemann, Herr Balthasar. Kein Traumjob, aber irgendwie schön war's schon. Der Kreislauf des Lebens dreht sich unaufhaltbar und nichts in der Welt ist auf ewig verwaltbar. Frau Hummel geht heim, die Räume sind leer, das Kreiswehrersatzamt gibt's nicht mehr. Das ist traurig. In alten Filmen und Büchern spielt das eine Rolle, nur meistens keine besonders tolle. Man musste sich fügen oder versuchen zu lügen. Als ich dort war, musste man nicht mehr so schaudern. Ich erinnere mich nicht mal mehr so genau dran. Nur der Eierkontrollgriff war kein Vergnügen. Ja, Ämter gibt es im Überfluss. Warum gerade dieses hier sterben muss? Ein Laie wie du und ich kann das nicht verstehen. Doch ein neues wird bestimmt aufgemacht. Vielleicht sogar gerade heute Nacht, wie im Wald, ein ewiges Wachsen und Vergehen. Und der Kreislauf des Lebens dreht sich unaufhaltbar und nichts in der Welt ist auf ewig verwaltbar. Frau Hummel geht heim, der Welt ist's egal, das Kreiswehrersatzamt war einmal. Ich hab es gesehen im Heute-Journal, das Kreiswehrersatzamt war einmal.